Strangers in the Night. Wie viele Fremde sich an dieser Bar gar nicht gesucht, aber trotzdem gefunden haben, das wissen wohl nicht mal diejenigen, die an dieser Theke arbeiten. Jessie hat ja auch mal gearbeitet. Ob ihre Gesichtsakrobatik dabei geholfen hat, mit Menschen ins Gespräch zu kommen, man weiß es nicht. Fürs Foto langt's. Simon setzt da wahrscheinlich eher auf seinen Gesang und seine Klampfe. Der aber Barde des Wohnzimmers und Sänger einer Band kann sich ja nicht immer hinter seinem Mikro verstecken, oder? Was die beiden außer die Meute vom DJ-Pult aus zu bespaßen sonst noch gemeinsam haben, erfahren wir genau jetzt. Ich glaube, es geht schon los. Ja? Hallo, schön, dass ihr da seid. Hallo, hallo. Jessie, hallo Simon. Hi. Ich habe, die erste Frage, die ich hatte, war, könnt ihr euch noch erinnern an euren ersten Wohnzimmerbesuch? Das ist ja schon ein bisschen länger her. Nur so ein bisschen. An meinen ersten Wohnzimmerbesuch? Doch, ich glaube, und zwar, da fand ich das Wohnzimmer tatsächlich ein bisschen komisch. Ach was? Die Musik war mega laut, wir saßen hier, wir konnten uns nicht unterhalten. Und wir sind, glaube ich, tatsächlich irgendwann gegangen, weil ich gedacht habe, es war aber ein bisschen laut hier. Und dann dann sind wir gegangen. Und dann ist es irgendwann die Stammkneipe geworden. Dann war es schön. Und bei dir? Es wird schwer. Ich kann mich irgendwie nicht dran erinnern. Das kann jetzt gut oder schlecht sein. Aber ich kann mich noch dran erinnern, wo ich das erste Mal mit dem Alex gesprochen habe wegen Gigs. Ja, weil ich zuerst selber hier spielen wollte. Also Unplugged, war da schon die Idee fürs Unplugged da? Nein. Noch nicht. Okay, aber du bist ja der Schöpfer praktisch von den Unplugged-Konzerten. Das war deine Idee schon? War dann später meine Idee, ja, genau. Also du hast zuerst gespielt und dann Unplugged-Konzerte? Genau, dann habe ich gedacht, so Mensch, in Backnang, wo sind hier noch Live-Konzerte, außer jetzt bei der Live-Nacht vielleicht. Aber so regelmäßig ist ja eigentlich relativ wenig los, wenn man jetzt gut im Jutze ab und zu noch. Aber ansonsten war hier ja tote Hose, was Live-Musik angeht. Und ihr seid ja auch beide DJs hier. Und DJ. Ja, bitte, DJ. Dein Name? DJ Blondie. Und wie oft machst du das? Nicht mehr so arg oft, aber so, ich finde, es gibt keine Regelmäßigkeit. Immer mal wieder. Vor allem, wenn ich dann Lust habe, dann frage ich einen Alex. Und dann deshalb hast du keine Regelmäßigkeit, weil du keine Lust hast. Richtig, weil ich keinen Bock habe. Nee, ach, keine Ahnung. Ich frage den Alex einfach, ich habe mal wieder Bock. Und dann, jetzt letztens erst, vor kurzem. Da warst du auch da. Da war ich auch da, ja. Genau. Du arbeitest ja sonst als Sozialpädagogin. Ist es, weil du mit Menschen arbeiten willst oder eher so dieses, dass du einen Kontrast von deinem mega wilden Partyleben sonst brauchst? Also Geschichte war so, nach dem Abi wusste ich nicht, was ich machen soll. Dann habe ich ein Jahr rumgeschlunzt. Dann habe ich auch tatsächlich im Suff, glaube ich, hier gesagt, oh, ich kann hier arbeiten. Ne? Und dann habe ich hier gearbeitet. Und dann habe ich irgendwann tatsächlich gedacht, solltest vielleicht was Gescheites machen. Ich habe es bis heute nicht geschafft, was Gescheites zu machen. Ach komm, aber Sozialpädagogen? Ja, okay, die Menschen brauchen Sozialpädagogen. Jetzt mal ganz ehrlich, liebe Kinder, man braucht Sozialpädagogen. So ist es. Also ich bin bei einem Sozialpädagogen aufgewachsen. Ist schon eine schwierige Kategorie Mensch eigentlich. Nein, es ist auch so. Also man darf es ja auch nicht runterspielen. Man hat schon eben, also es kommt darauf an, wo man arbeitet. Ich arbeite in einer Schule als Schulsozialarbeiterin und da erlebt man schon auch jeden Tag etwas. Hattest du dann nicht auch irgendwie Angst, dass du mal hier, wenn du hier arbeitest, dann irgendwie mal Leute, die du betreust, gut, jetzt arbeitest du in Pforzheim, gell? Mhm. Dass du da irgendwie mal, irgendwann mal jemanden triffst, den du irgendwie beim Party machen? Tatsächlich, ehrlich gesagt, nie. Ohne Scheiß, habe ich nie drüber nachgedacht. Weil bei meinem Vater ist tatsächlich so, dass der sehr oft irgendwie hier Leute trifft dann. Und du dich ja wahrscheinlich hier beim Party machen, also nehme ich mal an, so wie ich dich jetzt kennengelernt habe, schon anders verhältst, wie jetzt in der Schule. Überhaupt nicht, bin ja hier eins zu eins. Nein. Total solider Typ. Was ich wichtig finde, wenn man so einen Beruf hat, am besten wohnen nicht da, wo du arbeitest. Scheiß nicht da, wo du isst, so in der Art. Ich habe nicht, weil sonst ist es echt scheiße. Du kannst, ich habe keinen Bock beim Einkaufen, hallo Frau Giebisch, oder sonst irgendwas. Nee, will ich nicht. Von dem her, nee. Hatte ich hier eigentlich keine. Jetzt glaube ich, jetzt kommt so die Generation, die dann vielleicht sagt, hey, die kenne ich. Ja. Du bist Industriekaufmann, hat man mir gesagt. Kaufmann im großen Außenhandel bin ich. Okay. Ja. Du bist ja sonst schon Musiker und also eher künstlerisch unterwegs. Wie kam es, dass dann so ein solider Job? Gute Frage. Ich habe angefangen in der Finanzbranche als Versicherungskaufmann. Das war aber überhaupt nichts für mich. Also da muss man schon
aus hartem Holz geschnitzt sind. Also habe ich echt Respekt vor Leuten, die in der Finanzbranche arbeiten. Und ich habe mich nach 2 Jahren, habe ich mich einfach irgendwie dazu entschlossen, nochmal eine Ausbildung zu machen im Groß- und Außenhandel. Also da ist dann, glaube ich, bei so einem Beruf auch wichtig, dass du noch was Künstlerisches machst, oder? Also hört sich doch aufregender, als es sich jetzt anhört. Ja. Okay. Ich durfte mal mit euch an. Sehr gern. Leckerer Melonenschnaps dieses Mal. Und bei euch natürlich auch die Regel wie letztes Mal, wenn ihr das Gespräch irgendwie langweilig findet. Schnaps. Tschüss. Vielleicht kannst du das mal übernehmen, stimmt. Bist ja noch gewohnt. Was haben wir denn anblattmäßig dieses Jahr zu erwarten? Hast du schon Pläne? Am Straßenfest wird es ein Unplugged Special geben, am Straßenfest Samstag. Wir hatten dieses Jahr schon einige coole Sachen. Also wir hatten eine Band aus Frankreich hier, Where's the Grace. Und da darf auch noch einiges zu erwarten sein dieses Jahr. Ja, sie will gleich weitermachen. Also. Was ist denn in deinem jetzigen Job hilfreich, was du so aus dem Wohnzimmer mitnehmen konntest? Also an sich mit verrückten Menschen arbeiten ist ja schon mal gute Voraussetzung als Sozialpädagogin, aber... Ich glaube eher umgekehrt. Mein Job war hilfreich, hier zu arbeiten. Ich habe es tatsächlich manchmal... habe ich versucht, die Kinder hier zu erziehen. Nein, nicht zu erziehen, aber... Alex, das ging an dich übrigens, gell, das mit den Kindern jetzt. Nein, aber wer hier reinkommt und schreit, Bier, haben wir erstmal gesagt, hier, Freunde, wie heißt das Zauberwort? Das habe ich mir dann rausgenommen, auch tatsächlich zu machen und zu sagen, stell mal richtig, solche Geschichten. Also eher andersrum. Okay. Wie beim letzten Mal auch, habe ich für euch einen Fragen-Quickie vorbereitet. Ich stelle den Timer auf 2 Minuten. Und ihr antwortet ganz intuitiv abwechselnd. Also bei Alex und James hat es ein bisschen länger gedauert, deswegen sind wir mit den Fragen nicht durchgekommen. Ja gut. Schauen. Beim Alex ist das so eine Sache, der redet gern. Wir fangen mal an. Warm oder kalt duschen? Warm. Was gefällt dir an Backnang? Die Leute. Heute schon mal geflirtet? Nee. Heute schon gesungen? Ja. Sommer- oder Wintertyp? Sommer. Steak oder Tofu? Steak. Wie magst du deine Eier? Oh Scheiße, weich. Was ist dein Lieblingsdialekt? Schwäbisch. Über was lachst du? Über alles. Nein, das stimmt nicht, aber über viel. Was würdest du an deiner Schulzeit rückgängig machen? Gar nichts. Welchen Song hast du zuletzt gehört? Was, welchen Song? Ja. Keine Ahnung. Radio. Okay. Heute über irgendwas aufgeregt? Nein. Oh, geiles Leben. Hast du einen zweiten Namen? Ja. Raus damit? Nein. Diana, ich bin königlich. Frühaufsteher oder Langschläfer? Langschläfer. Worin wärst du gern die Beste der Welt? Ich bin schon die Beste der Welt. Schnaps. Dein DVD-Regal brennt. Dein DVD-Regal brennt. Welche DVD rettest du sofort? Star Wars, meine Star Wars Trilogie. Tattoo oder Piercing? Tattoo. Hast du schon mal ein Kleid getragen? Nein. Sicher nicht. Nein. Was hast du zuletzt gegoogelt? Wir gucken das nachher nach. Wohnungsanzeigen in Backnang. Wurdest du schon mal zum Club geschmissen? Nein. Kannst du jodeln? Nee. Bist du bei Tinder? Nein. Schlimmste Anmache, die an dir getestet worden ist? Mich macht nie jemand an. Ich kann mich nicht erinnern. Also bitte. Entschuldigung. Chiasamen oder Currywurst? Currywurst. Musik ist für mich? Toll. Lebensmittel, vor denen du dich ekelst? Rosenkohl. So, Freunde. Voll gut, oder? Auf jeden Fall. Hallo. Darauf trinken wir einen Schnaps. Oh Gott. Bei welcher Frage hast du gesagt, Schnaps trinken, was war's? Als ich gesagt habe, ich bin die Beste der Welt. Oder sowas. Richtig. Mhm. Lass uns über dein Ego sprechen. Oh ja. erst mal keine Probleme damit, oder? Nee.
bei dir mit deiner Band, mit den Auftritten, wie ist da? Bist du eher so ein Typ, der dann aufgeregt ist und der auch Selbstzweifel hat, ob das den Leuten gefällt? Oder gehst du einfach mal so davon aus, bin ein geiler Typ? Ich bin Perfektionist. Das ist ganz schlimm bei mir. Also wenn ich mal nach einem Auftritt zufrieden bin, dann war es auch wirklich verdammt gut. Okay. Ich habe meistens immer irgendwas zum Meckern danach. Was deinen Bandkollegen dann dermaßen auf die Eier geht, wenn du da rumkrittelst, oder? Ja, ich weiß jetzt nicht, so viel an meinen Bandkollegen meckere ich dann. Du meckerst eher an dir? Eher an mir, genau. Okay, und ist das dann so Fishing for Compliments oder wirklich, weil es dir nicht passt? Nee, wirklich, weil es mir nicht passt. Okay, alles klar. Aber selber merkt man auch die Fehler immer mehr als jetzt das Publikum. Was war denn euer bestes Erlebnis, das ihr hier im Wohnzimmer hattet? Oha. Lustigste Geschichte. Oh Gott, da gibt es so viele. Ja, eine raus. Jetzt sage ich, oh Gott, da gibt es so viele. Komm, wir machen mal deine Zunge ein bisschen locker. Da kommt keine einzige. Mmh. Mmh. Mein 25. Geburtstag, den habe ich da hinten gefeiert. Also vor 2 Jahren? Ja, natürlich. Ja, 3. Wir wollen ja nicht übertreiben. Da hinten gefeiert, das war super geil. Der 25er. Es gab Bowle, selbstgemischte Bowle. Und ich kann mich noch erinnern, wie mich am nächsten Tag ganz viele angeschrieben haben und gesagt, ich hasse dich. Dann war es eine gute Party. Definitiv. Doch, der 25er, der war echt geil. Der war richtig gut. Bei dir? Das ist ein Plattkonzert mit Träumen weiter. Mit meinem Kumpel Mario. Es war rappelvoll hier. Also ich glaube, so voll war es noch nie bei einem Unplugged. Hast du schon, außer jetzt dem vom Straßenfest, mit Bands, die jetzt irgendwann in nächster Zeit, nächsten Monat, müsst ihr auch wieder sein, oder? Ja, das ist aber noch geheim, wer da spielt. Kommt da irgendwie mega VIP, die Gruppe, die alle kennen, und deshalb darfst du es nicht sagen, oder? Eventuell, nee, aber eine ziemlich gute und aufstrebende Gruppe kommt demnächst. Man darf gespannt sein. Du bist kein Single, glaube ich, gell? Das heißt, du bist auch nicht bei Tinder? Du bist... Ich bin Single. Warum bist du dann nicht bei Tinder? Entschuldigung. Ich habe ein Windows-Phone. Ist nicht kompatibel. Das ist nicht kompatibel. Aber ich war bei Tinder. Und? Hast du deinen Freund dadurch kennengelernt? Nein. Also komm, dann hilf doch jetzt mal dem Simon und ja, mach mal eine... preis ihn mal an. In der Kamera? Auf jeden Fall. In die Kamera? Klar. Das ist Simon. Simon spielt Musik. Simon spielt Gitarre. Wischt nicht nach rechts, sondern nach links. Oder ich weiß es gerade nicht genau. Liked ihn und stalkt ihn. Ja, auf Facebook und Tinder und... Ich bin ja gar nicht bei Tinder. Aber Mist. Wird schwer. Aber er geht rein. Kommt zu den Unplugged-Konzerten. Jawohl, hier im Wohnzimmer. Das Wohnzimmer in Backnang. Und guckt ihn euch an, ein netter Kerl. Du bist ja auch so viel auf Konzerten unterwegs, also hat man mir gesagt in meiner Recherche. Was hörst du dann für Musik? Hauptsächlich im Metalcore und Metal-Bereich. Okay. Ja. Und das legst du... Also als das lege ich ja auch auf, ja. Kann ich was fragen? Ja, bitte. Was ist Metalcore? Metalcore ist eine Mischung aus Metal und Punk-Hardcore, genau. Mhm. Okay. Richtig. Beispiele, die ich vielleicht auch kenne, wahrscheinlich. Bullet for My Valentine. Nein. Tears Don't Fall. Ich kenne nur Tears Don't Cry von Marco. Also, okay, als Kontrastprogramm mache ich dann so ein bisschen Schnulzen-Akustik. Machst du in deiner Band auch Schnulzen-Akustik? Ja. Liebe Mädchen, er macht auch Schnulzen-Akustik. Besser geht's nicht. Hallo? Wenn du jetzt an der Schule arbeitest, wie ist es mit so schlimmen Pädagogen zu arbeiten? Also mit so Hardcore-Lehrer-Pädagogen. Nein, es gibt solche und es gibt solche. Es gibt solche, die sind echt bemüht. Und da muss ich auch sagen... Stets bemüht? Sie haben sich stets bemüht. Nein. Die machen auch wirklich ihren Job richtig gut. Und dann gibt es halt auch die Lehrer, die den Beruf Lehrer versauen, indem die um 13 Uhr nach Hause gehen, womöglich noch ihre Arbeitstasche in der Schule lassen, dann nach Hause gehen und frei haben. Und das finde ich immer so schade für die, die sich mega engagieren und hier mega ranklotzen, vorbereiten, auch Gespräche führen etc. pp. Das ist schon... Und du bist auch so jemand, der mega ranklotzt und... Logo. Ja, sorry. Sicherlich. Wolltest du jetzt nicht irgendwie in Frage stellen? Ich habe nur noch mal gedacht, für die Leute, die zugucken. Natürlich. Okay, alles klar. Nein, es ist wirklich so. Nein, es gibt wirklich solche und solche. Und
für die, die sich da echt bemühen und sich den Arsch aufreißen, damit es gut läuft, da finde ich es immer so schade, dass man sagt, oh Lehrer, hier viel frei und Ferien, die haben eben nicht viel frei, sondern die machen wirklich, so wie es sich für einen Beamten gehört, eine 41-Stunden-Woche und klotzen ran. Und dann gibt es halt auch die anderen. Du hast vorhin gesagt, du hast Instrument Flöte gelernt. Ja. Das ist alles, was so musikalisch, also außer jetzt der Smarties-Rassel. Fliegender Themenwechsel. Ja. Das Flöte. Ist schon echt. Da war ich in der Grundschule. Ich war echt gut. Aber da hatte ich keine Lust mehr. Und die Lehrerin fand es voll schade. Aber dann habe ich aufgehört. Du spielst nur Gitarre oder auch noch andere Instrumente? Ich habe mit Keyboard angefangen und dann habe ich mit Gitarre angefangen. Okay. Man hat mir gesagt, du bist aber auch so in einer Musikerfamilie ein bisschen groß geworden. Ich glaube, deine Mutter macht auch? Meine Mutter ist Sängerin, genau. Okay. Und Vater macht doch auch irgendwie was der mit Kultur, spielt, oder? Der spielt ab und zu auch Gitarre und ist im Kulturverein. Simon, möchtest du zur Gitarre greifen? Gerne. Spiel, leg los. Die Jessie performt ganz kräftig dazu, hat sie mir vorhin gesagt. Mit der Smarty-Rassel. Mit der Smarty-Rassel. Oder so diesem Rassel-Ei. Schaff mal was. Schaff mal was. Ich bin da. Steh ich hier rum. Viel Spaß noch. Another turning point, the fork stuck in the road. Time grabbed you by the first direction when to go. So make the best of this test known as why. It's not a question but a lesson learned in time. It's something unpredictable, but in the end it's right. I hope you have the time of your life. So take the photographs and still frames in your mind. Hang it on a shelf in good health and good time. Tattoos of memories and dead skin on trial. For what it's worth, it was worth for the while. It's something unpredictable, but in the end it's right. I hope you have the time of your life. Vielen, vielen Dank. Ich hab's gekannt. Fall. Es ist ein geiles Lied. Super geil. Gut, dann vielen Dank fürs Gespräch. Hat mir Spaß gemacht. Gerne doch. Mm-hmm.
Erlöse mich. Bitte.